7. April 2018. Wie in den letzten 300 Jahren haben sich auch dieses Jahr Regimenter aus allen Armeekorps der Nation in Paris versammelt und defilieren über die Champs-Élysées zu Ehren ihres Herrschers Ludwigs des 22., König von Frankreich. Nach der unruhigen Zeit der Fronde hat König Ludwig der 14. sich geschlagen geben müssen und einen Teil seiner Macht abgegeben. Wie ihre Nachbarin England ist die französische Monarchie zur parlamentarischen geworden. Der König spielt nur noch eine symbolische Rolle. Ludwig der 14., der einem tausendjährigen Geschlecht entstammt, ist heute nur noch Repräsentant des glorreichen Frankreichs. Allerdings ist es so nie geschehen. Im 17. Jahrhundert münden eine Reihe furchtbarer Bürgerkriege, die sogenannten Fronde, in die alleinige Herrschaft eines Monarchen, Ludwig der 14. Unsere Geschichte ist eine Aufeinanderfolge außerordentlicher Ereignisse. Jeder von uns kann ihren Verlauf beeinflussen. Von der Entstehung eines tausendjährigen Kaiserreichs bis zum Niedergang einer blühenden Zivilisation. Vom genialen Erfindungsgeist einer Handvoll Menschen bis zur kulturellen Revolution. Vom finstersten Totalitarismus zu den schrecklichsten Kriegen. Vom heroischen Widerstand eines ganzen Volkes bis zur unbeugsamen Willenskraft einer kleinen Minderheit. Schon die geringste Entscheidung kann die Zukunft verändern. Wer die Vergangenheit kennt, kann vorausahnen, was in Zukunft geschieht. Mai 1643. Mit dem Tod seines Vaters Ludwigs des 13. wird der vierjährige Ludwig der 14. König von Frankreich. 26. August 1648. Mazarin, erster Minister des Königs, befiehlt die umgehende Verhaftung dreier Richter des Parlements. 7. April 1652. Die Truppen des Prinzen von Condé wollen Ludwig den 14. gefangen nehmen. Diese drei Ereignisse sind Schlüsselmomente in der Geschichte Frankreichs, denn sie werden das Königreich in einen Bürgerkrieg stürzen, die Fronde. 14. Mai 1643. Ludwig der 13., König von Frankreich, liegt im Sterben. In seinen letzten Minuten kann der Monarch beruhigt auf seine Regentschaft zurückblicken. Das Land ist geeint, der Staat solide und in guten Händen. Wichtiger noch, seine Nachfolge ist gesichert. Zwar ist sein Sohn Ludwig der 14. erst 4 Jahre alt, doch dem Grundgesetz des Königreichs zufolge wird er König werden. Kein anderer hat das Recht, Anspruch auf den Thron zu erheben. Das Land wird sich nicht durch einen Erbfolgekrieg entzweien. Für Ludwig den 13. ist seine Aufgabe vollbracht. Doch es war nicht immer leicht. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts herrschten Krieg und Hunger. Der König war umgeben von Verschwörern und Feinden, doch er konnte stets auf die Unterstützung des klugen Kardinals Richelieu zählen. Der Kardinal war nicht nur ein geschickter Stratege mit eiserner Hand, er war auch Förderer der Künste und vor allem umsichtiger Ratgeber. Richelieu hat sich für die Einführung der ersten Zeitungen eingesetzt, die Académie Française gegründet und das Königreich zu einer Macht ersten Ranges gemacht. Mit seiner Hilfe wird Ludwig der 13. zu einem absolutistischen König. Wichtiger noch, Richelieu war dem König treu ergeben. Für ihn gab es keine größere Ehre, als seinen Beitrag zur Größe der französischen Krone zu leisten. Ludwig der 13. und Richelieu haben sich ergänzt. Der eine wusste stets guten Rat, der andere wusste, darauf zu hören und seine Herrschaft auszuüben. Gemeinsam haben sie harte Prüfungen gemeistert, Verschwörungen vereitelt und Feinde isoliert. Gemeinsam schufen sie die Grundfesten eines starken und modernen Frankreichs. Als Kardinal Richelieu nach einem langen Leben voller Intrigen und Strategien mit 57 Jahren verstirbt, hinterlässt er seinem König einen letzten Ratschlag. Er empfiehlt ihm einen Mann für seine Nachfolge, Kardinal Mazarin. Ludwig der 13. ist so klug, diesen sogleich in den Kreis seiner Berater aufzunehmen. Denn der König ist schon lange schwer krank. Er weiß, sein Ende ist nahe und macht Mazarin zum Paten seines Sohnes.
Dadurch verleiht er ihm Legitimität. 3 Wochen später scheidet der König nach einem langen Todeskampf aus dem Leben. Für das Königreich Frankreich ist dies die Stunde, die Thronbesteigung seines neuen Monarchen zu feiern, Ludwigs des 14. und abzuwarten, wer nun tatsächlich das Königreich lenken wird, bis das 4-jährige Kind volljährig ist. Willkommen im Gedächtnisspeicher der Menschheit. Hier können wir durch die Zeit reisen, Milliarden von Ereignissen analysieren, vergleichen und sogar verändern. Hier können wir die Geschichte neu schreiben. Alle noch so unbedeutenden Begebenheiten in unserer Geschichte werden hier gespeichert und verknüpft. Wird nur eine davon verändert, beeinflusst das alle anderen. Der König ist tot, es lebe der König. In diesem einfachen Satz liegt die ganze Kraft des Prinzips der Erbmonarchie. Stirbt ein König, hinterlässt er einen leeren Thron. Diese Situation kann extrem gefährlich sein für ein Königreich. Gibt es mehrere Thronanwärter, drohen dem Land langjährige, verheerende Thronfolgekriege. Seit Hunderten von Jahren bestimmen die Regeln der Erbmonarchie den ersten männlichen Nachkommen des verstorbenen Königs zum Thronfolger. In dem Augenblick, in dem ein König stirbt, wird sein Sohn automatisch sofort zum unanfechtbaren neuen Monarchen. Ist das Kind noch minderjährig, wird jemand aus dessen Familie damit betraut, bis zu seiner Volljährigkeit in seinem Namen zu regieren. Diese Zeit nennt man Regentschaft. In Frankreich hat niemand, nicht einmal der König selbst, die Macht, dieses Gesetz zu ändern. Eine scheinbar sichere Sache. Schlacht von Rocroi, 19. Mai 1643. Die spanische Armee, damals die stärkste Europas, ist soeben von den französischen Truppen besiegt worden. Ihr Befehlshaber ist ein junger Kommandant, der 21-jährige künftige Prinz von Condé. Dieser entscheidende Sieg ist ein Wendepunkt im 30-jährigen Krieg, in dem sich die europäischen Königreiche seit Jahren gegenseitig zerfleischen. In Frankreich sind die Menschen erleichtert. Wenn das spanische Heer aufgehalten wurde, ist fortan vielleicht endlich Schluss mit den hohen Steuern, die den Krieg mitfinanzieren. Genau das erwartet das Parlament in Paris von Anna von Österreich, der Frau des verstorbenen Ludwigs des 13. Geschickt hat die Königin das Testament des misstrauischen Königs zusammen mit dem Parlement ausgehebelt. Obwohl ihr jegliche politische Funktion untersagt ist, wird die Mutter des kleinen Ludwigs des 14. Regentin des Königreichs. Entgegen allen Erwartungen ernennt die Königin Mazarin zum ersten Minister und vertraut ihm sogar die Erziehung des kleinen Ludwig an. Parlament und Adel reagieren sofort mit Feindseligkeit gegenüber dem Kardinal. Der gebürtige Italiener gilt als Verursacher allen Übels im Königreich. Zudem ist Mazarin der Erbe von Richelieu, was bedeutet, er gedenkt wirklich zu regieren und die Steuerpolitik seines Vorgängers fortzusetzen. Dabei ist die Regentschaft für die Mitglieder des Parlaments doch die Gelegenheit, sich in die königlichen Entscheidungen einzumischen. Das Parlament will Macht, die Regentschaft ist fest entschlossen, keine abzugeben. Die Kraftprobe zwischen den beiden ist unausweichlich. Wie einer der Rädelsführer des Parlaments erklärt, die beste Art, dem König zu dienen, ist manchmal ihm nicht zu gehorchen. Bald überstürzen sich die Ereignisse. Die Regentschaft ordnet finanzielle Einschränkungen für die Richter an, die sogleich damit beginnen, Opposition zu betreiben. Das Parlament bietet der Regentin die Stirn und versucht sie mittels einer Charta von 27 Artikeln unter Druck zu setzen. Der Ton wird schärfer. Die Oppositionsbewegung hat inzwischen sogar einen Namen. Die Fronde.
Mazarin befiehlt schließlich die Verhaftung dreier Anführer. Um die Operation zu vertuschen, nutzt er ein Fest in Paris anlässlich eines erneuten Siegs gegen die spanischen Truppen. Doch die Neuigkeit verbreitet sich in Windeseile und bald ist ganz Paris auf der Straße. Die Parlementmitglieder, die zu allem bereit sind, wiegeln die Menge auf. Überall entstehen Barrikaden. Mazarin ist gezwungen einzulenken. Er weiß jetzt, dass er sich vor den Parisern in Acht nehmen muss. In der Nacht vom 5. Januar 1649 verlässt der Hof heimlich die aufständische Hauptstadt, um den Gegenschlag vorzubereiten. Vom Schloss Saint-Germain aus überantwortet Mazarin dem Prinz von Condé, dem siegreichen Befehlshaber über die Spanier und entfernten Cousin des Königs, 10.000 Soldaten. Paris soll belagert, die Versorgung abgeschnitten und die Fronde niedergeschlagen werden. Die Hauptstadt bildet eilends eine Miliz, kann aber nichts ausrichten gegen die Berufssoldaten des Königs. Am 11. März bereitet der Frieden von Rueil der Fronde ein Ende. Das Justizwesen des Königs. Im 17. Jahrhundert hatte der König von Frankreich besondere Rechte. Mit einem einfachen Schreiben, ohne Verurteilung, konnte er die Einkerkerung oder die Verbannung jedes x-beliebigen Untertans des Königreichs anordnen. Ein Brief, mit dem Siegel des Königs verschlossen, konnte lebenslange Haft bedeuten, ja, den Tod, ohne irgendeine Art von Gerichtsprozess, manchmal sogar ganz im Geheimen. So werden Persönlichkeiten wie Voltaire oder Nicolas Fouquet zu Opfern der königlichen Willkür und landen im Gefängnis. Einfach, weil der König es so beschlossen hat. In unseren heutigen Demokratien mag das abwegig erscheinen. Aber im Namen der Staatsräson haben viele Länder freiheitsbeschneidende Gesetze erlassen. Der USA Patriot Act von 2001 war zum Beispiel ein solches. Die Möglichkeit, sich vor einer gerechten Gerichtsbarkeit zu verteidigen, gehört zu den Grundrechten des Menschen. Und in einer Demokratie müssen die Gesetze für alle gleich sein. Je größer die Mühe, desto größer muss der Lohn sein. Deshalb fordert der Prinz von Condé als Vergütung für seine Königstreue und sein Eingreifen in Paris für sich das oberste Kommando über die Kriegsmarine und für seine Getreuen hohe Posten in Armee und Verwaltung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mazarin erkennt sofort die Gefahr. Am 18. Januar 1650 lässt er Condé, dessen Bruder Conti und den Herzog von Longueville in der Seine verhaften. Umgehend erheben sich deren Anhänger. Es kommt zu einer weiteren Fronde, der Fronde des Adels. Weil er den Unruhen ein Ende setzen will, hat Mazarin das Königreich in einen Bürgerkrieg gestürzt, in dem Parteien gegeneinander antreten, die eigentlich gemeinsam kämpfen sollten. Nun treffen die Soldaten verschiedener Bündnisbildungen in großen Schlachten aufeinander. Siege folgen auf Niederlagen, die Akteure wechseln von einem Lager ins andere. Ein Wechselbad aus Verrat und Treuebruch, Kühnheit und Heldentat. Gleich zu Anfang treten die Mitglieder des Parlements der Fronde des Adels bei. Der Onkel des Königs, Gaston d'Orléans, schließt sich an und fordert die Freilassung der Gefangenen. Mazarin flüchtet erneut aus Paris. Der kriegserfahrene Marschall Turenne wechselt ins Lager der Frondeure. Condé wird schließlich freigelassen und greift sofort zu den Waffen. Ludwig XIV., inzwischen mit 13 Jahren volljährig, klagt ihn des Verrats und der Majestätsbeleidigung an. Gaston d'Orléans wechselt erneut das Lager, Ludwig XIV. Ruft Mazarin zurück. Turenne schließt sich wieder dem König an. In Paris weiß man nicht mehr, woran man ist. Jedes Parlementmitglied spielt jetzt nach seinen eigenen Regeln. In den Kulissen eines kleinen Dorfes in Burgund kommt es zum Höhepunkt der Geschichte. Condé bedrängt mit seinen Truppen die royalistischen Soldaten.
Der Prinz ist kurz davor, den König gefangen zu nehmen, als Turenne die letzte königliche Karte ausspielt und alles, was ihm an Männern bleibt, in einen verzweifelten Gegenangriff treibt. Die Soldaten ihrer Majestät durchbrechen die Einkreisung und retten den König. Condé hat seine Chance verpasst. Wir sind an einem Divergenzpunkt angekommen. Ein Divergenzpunkt stellt ein entscheidendes Ereignis dar. Eine Weggabelung, an der unsere Geschichte die eine Richtung einschlagen kann oder die andere. Der Prinz von Condé hat es nicht geschafft, den König gefangen zu nehmen. Hätte Turenne versagt, wären Ludwig XIV. Und sein Hof in die Hände der Frondeure gefallen. Der Lauf der Dinge hätte eine ganz andere Wendung nehmen können. Condé hätte sofort Mazarin aus dem Weg geschafft, sich als Befreier des Königs in Szene gesetzt und ihn unter seinen Schutz gestellt, in Wirklichkeit also in einen goldenen Käfig gesperrt. Als erster Minister hätte der Prinz die tatsächliche Macht übernommen und nach gewonnenem Krieg den Sonnenkönig in den Schatten gestellt. Unter dem Druck seiner Verbündeten, der Parlamentmitglieder, hätte sich die Monarchie genauso entwickelt wie in England. Der Platz des Königs wäre im Lauf der Jahrhunderte zu einem symbolischen geworden. Die Französische Revolution hätte nie stattgefunden. Frankreich wäre heute eine parlamentarische Monarchie, regiert von einem Premierminister. Der König hätte nur noch repräsentative Aufgaben, zum Beispiel am Nationalfeiertag die Parade der Armee abzunehmen. Statt des 14. Juli wäre der 7. April der Tag, an dem man den großen Umbruch im Königreich Frankreich feiern würde. Paris, 11. April 1652. Keine Menge, die stürmischen Beifall klatscht. Die Kirchenglocken bleiben stumm. Condé ist nicht mehr der unbesiegbare Heerführer, der Held der Fronde. Zwar hat er noch ein paar Adlige an seiner Seite, aber die Mitglieder des Parlements sind gespalten. Die königliche Armee ist ihm auf den Fersen, die Würfel scheinen gefallen. Ganz knapp gelingt es dem Prinzen, das, was von seinen Truppen übrig ist, in die Hauptstadt zu bringen. Die Katastrophe hat er abgewendet, aber die Lage ist bedenklich. Die Königstreuen sitzen am längeren Hebel, die Frondeure verlassen einer nach dem anderen das sinkende Schiff. Um den Groll zu besänftigen und einen friedlichen Ausgang zu begünstigen, geht Mazarin wieder ins Exil. Er hat sich zu viel Hass zugezogen und Angst, seinem König zu schaden. Am 21. Oktober hält Ludwig XIV. Seinen triumphalen Einzug in Paris und zieht mit seinem Hof in den Louvre-Palast. Die Schlinge um den Prinzen zieht sich zu. Am nächsten Tag verkündet der König eine Generalamnestie. Wie Mazarin es wollte, wird kein Tropfen Blut die Krone beflecken. Doch es werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Den Mitgliedern des Parlaments ist es untersagt, sich ohne Aufforderung vom König zu versammeln oder sich auf irgendeine Art und Weise in die Staatsgeschäfte einzumischen. Nach Jahren der Regentschaft ist Ludwig XIV. Erwachsen und nicht mehr Spielball der Großen. Er ist der König von Frankreich. Rechenschaft ist er allein Gott schuldig. Er ruft Mazarin zurück. Condé und Conti, die beiden aufständischen Brüder, können sich nicht dazu entschließen, die Amnestie anzunehmen und werden erneut der Majestätsbeleidigung für schuldig befunden. Der Mann, den man den großen Condé genannt hat und der es gewagt hat, sich dem König zu widersetzen, sieht sich gezwungen, ins Exil zu gehen. 1654 wird er vom Parlement zum Tode verurteilt. Die Fronde ist beendet. Dies ist die Stunde des Königs. Lernen, ein König zu sein. Während der Fronde muss der junge König Ludwig XIV. Mitten in der Nacht vor dem aufgebrachten Volk von Paris fliehen. Er wird als Geisel genommen, sieht einen seiner besten Freunde sterben und nimmt an schrecklichen Schlachten teil. Die Ereignisse bringen ihn dazu, willkürliche Verhaftungen zu befehlen, einschneidende Entscheidungen zu treffen. Die Fronde ist für den jungen König eine wahre Schule der Monarchie. Er braucht nur zu beobachten. Mazarins Verhandlungskünste, Condés Art, Befehle zu erteilen,
Die zahllosen Lagerwechsel und Verrate lassen in ihm ein hartnäckiges Misstrauen dem Adel gegenüber aufkeimen. Er lernt, sich mit loyalen und fähigen Dienern zu umgeben, die oft aus dem Kleinbürgertum kommen. Zweifelsohne wäre Ludwig XIV. Ohne die Fronde ein anderer Mensch geworden, ein anderer Herrscher. Versailles, 1. September 1715. In seinem riesigen, nach seinen Plänen errichteten Palast liegt Ludwig XIV., den ganz Europa als den Sonnenkönig kennt, im Sterben. In seiner unglaublich langen Herrschaft von 72 Jahren hat der Monarch Frankreich ein großes Jahrhundert beschert und das Königreich zur ersten Macht Europas gemacht. Ludwig XIV. Ist der König. Er ist der Monarch mit der alleinigen Macht in einer absoluten Monarchie. Er ist der König schlechthin, in all seiner Macht und Erhabenheit. Aufgrund seiner Erfahrung mit der Fronde hat er eine ganz wesentliche Lektion begriffen. Der Staat ist der König und niemand sonst. 1661 stirbt sein treuer erster Minister Mazarin. Der Monarch ist 22 Jahre alt und kündigt seinen Beratern an, er werde in Zukunft allein regieren. 1673 nimmt er dem Parlament jegliche echte Macht und gebietet all seinen Untertanen bedingungslosen Gehorsam. Seinem Kreis hervorragender Berater lauscht er aufmerksam, doch Entscheidungen trifft er allein. Auf seine Weisung leiten so herausragende Minister wie Colbert oder Louvois tiefgreifende und notwendige Steuerreformen ein. Er beauftragt den ruhmreichen Bourbon mit dem Entwurf einer Reihe von modernen Festungen an den Grenzen des Königreichs. Die Architekten Levaux und Ardouin Mossart betraut er mit dem Bau eines Schlosses, das seiner Herrschaft angemessen ist. Versailles. Der Landschaftsgärtner André Le Nôtre erhält den Auftrag, den Garten in geometrischen und symmetrischen Formen anzulegen, eine kontrollierte, gezähmte Natur dem König untertan. Gigantische, prunkvolle Gebäude entstehen. Unter der Erde speisen komplizierte Hydrauliksysteme zahlreiche Springbrunnen. Den Generalkontrolleur der Finanzen treibt die Baustelle zur Verzweiflung. Doch bald wird sie zum ultimativen Sinnbild des Absolutismus. Und im Mai 1682 kann der König samt Hofstaat endlich einziehen. Die königliche Familie, Fürsten, Hochadel, Minister und Staatssekretäre. Alle sind sie auf diesem riesigen Anwesen von 8000 Hektar versammelt. Unter dem wachsamen Auge des Königs. Vom Spiegelsaal aus huldigt der König seiner Namensgeberin. Die französische Monarchie scheint unerschütterlich. Und doch greift das Volk von Paris, hungernd und verzweifelt, am 14. Juli 1789 zu den Waffen. Es ist der Beginn der Revolution. 4 Jahre später wird König Ludwig XVI. Enthauptet. Aber das ist eine andere Geschichte. Einigkeit macht stark. Die Frondeure haben nicht den König angegriffen, sondern seine Macht. Sie haben sich nicht zu einem gemeinsamen Zweck zusammengetan. Zwar hassten sie alle Mazarin, doch jede Gruppe kämpfte für ihre eigenen Interessen, ihren eigenen Vorteil, zu ihrer eigenen Bereicherung. Inmitten der Unruhen haben Mazarin und Anna von Österreich fest zusammengehalten, gegen Gott und die Welt gekämpft und geschickt Zeit gewonnen, bis der König volljährig war. Trotz ihrer Herkunft, italienisch respektive spanisch, zeigten sie sich loyal gegenüber der Krone und waren dem französischen Staat treu ergeben. Man könnte versucht sein, die Fronde mit der französischen Revolution von 1789 zu vergleichen. Doch die Frondeure waren keine Revolutionäre. Zu keinem Augenblick wurde die Funktionsweise der Gesellschaft in Frage gestellt. Die Revolution dagegen wurde von einer gemeinsamen Vorstellung getragen, der Vision von einer Gesellschaft,
mit mehr Gleichheit, weniger Ungerechtigkeit. Die Bürger haben die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte nicht verfasst, um mehr Privilegien oder Macht zu bekommen. Sie handelten nach ihrem Ideal von Freiheit und Gleichheit.